Am Ende unserer Reise geht es noch an die sogenannte Redwood-Küste, die Heimat der höchsten Bäume der Erde. Ein kurzer Spaziergang im Grizzly Redwood State Park macht uns bereits mit den außergewöhnlichen Dimensionen zwischen den jahrhundertealten Stämmen vertraut. Auf dem Weg nach Ferndale fahren wir unter die Hochnebelschicht, die vom nahen Pazifik über den Küstenstreifen zieht. Der Ort mit seinen 1400 Einwohnern pflegt sein Image als Musterstädtchen der viktorianischen Architektur. Viele Geschäfts- und Wohnhäuser entlang der überschaubaren Main Street haben sich den Zuckerbäckerstil bewahrt. Ferndale ist bei einem zahlungskräftigen Publikum recht beliebt. Die Übernachtungspreise bewegen sich dementsprechend auf hohem Niveau. Das Victorian Inn wollen wir uns nicht leisten und ziehen ein kleines Gasthaus in einer Nebenstraße vor. Die kalten Meeresströmungen des Pazifischen Ozeans bescheren der kalifornischen Küste ein gemäßigtes Klima. Häufig zieht Nebel ins Landesinnere und bringt auch außerhalb der Winterregenzeit Feuchtigkeit mit. So haben sich insbesondere in den Flusstälern Wachstumsbedingungen ergeben, die die Entwicklung wahrer Giganten der Pflanzenwelt begünstigen. Einer der letzten Standorte ursprünglicher Redwood-Wälder ist der Humboldt Redwood State Park. Bereits die Fahrt auf der den Park durchquerenden Avenue of the Giants ist ein faszinierendes Erlebnis. Wir wollen jedoch die ganze Dramatik noch hautnäher erleben. So starten wir zur fünfstündigen Rundwanderung im Tal des Bull Creeks.
Im düsteren Schatten zwischen den mächtigen Stämmen herrscht eine ungewöhnliche Ruhe. Selbst die Vögel des Waldes scheinen vor Ehrfurcht verstummt. Eines der größten Exemplare der Küstenmammutbäume ist der Giant Tree mit einer Höhe von 110 Metern. Doch auch diese Riesen halten Wind und Wetter nicht ewig stand. Selbst ihr widerstandsfähiges Holz wird allmählich von Mikroorganismen zersetzt und dient nachfolgenden Generationen als Nährboden. In den hohlen Stämmen mancher Bäume könnten wir unser Zelt aufbauen. Es bleibt zu hoffen, dass die bedrohten Majestäten des Waldes noch lange ausreichend Raum bekommen und die Veränderungen ihrer Umwelt vertragen, um weiter dem Himmel entgegenzuwachsen. Mit diesen Eindrücken von wilden Bergen, malerischen Seen, faszinierenden Vulkanen und urtümlichen Wäldern im wenig bekannten Norden Kaliforniens starten wir am nächsten Tag in San Francisco zur Heimreise.